Geschenk sein. Das finde ich toll, dass wir das hier zusammen verbinden. Ne? Ja, die sieht doch wirklich cool aus. Ne? Ja. Gerade schwarz, super. Was macht ihr so an Adventssonntagen? Ach ja, Gemütlichkeit einkehren lassen, Ruhe, Kerzen an, ganz viele Kerzen, natürlich die Adventskerzen, ja. Vorweg auch. Und ihr? Ja, bei uns, wir sind komplett durchgeplant. Bis Weihnachten. Jeden Adventssonntag sind wir irgendwo eingeladen oder hosten selber. Aber wir haben natürlich auch, wir sind in einer Geschenkesendung. Wir bringen Ihnen jetzt gleich mal das nächste Geschenk und das ist ideal für Kinder. Oh. Was Tolleres gibt es nicht. Dann läuten wir das mal rein hier. Scharf aus. Stell dir das mal vor, ne? Du hast ein Kind, das geht gerade zum Weihnachtsbaum und entdeckt dieses scharfe Teil zuallererst. Boah, da ist die Frau. Mich mit großen leuchtenden Augen. Eine echte Rennmaschine hier. Wow. Aber keine Angst, das ist nicht schnell. Das ist 3 Stundenkilometer schnell und hat Stützräder. Da kann gar nichts passieren. Ich würde sagen, wir schmeißen ihn mal an und hören uns den mal an. Achtung. Ich bin gespannt. Wow. Jetzt wirklich cool, mit dieser Mütze noch. Jetzt noch die Mütze dazu, Motor. Genau. Cool. Aber der absolute Wahnsinn. Ah, hier, dass wir den gerade zeigen, ist total super. Das sind auch richtig tolle Reifen hier, ne? Wie man sich so Motorradreifen so vorstellt. Hey, das ist ja auch richtig cool gepolstert, wie bei einem echten Motorrad. Das ist richtig cool gepolstert. Wenn Sie ganz kleine Kinder haben, können sogar 2 hintereinander drauf sitzen, glaube ich. Aber wir haben noch andere Geräusche dabei hier. Eine Hupe und natürlich hier dieses Startgeräusch. Ihre Tochter, ihr Enkeltochter, ihr Enkel, ihr Neffe, nicht egal was, welches Kind, es ist das Geschenk des Jahres. Und da wird man sich Jahrzehnte später noch dran erinnern, wenn sie so ein Motorrad verschenken. Es sieht so toll aus, auch mit dem Licht vorne und hinten. Es ist einfach fantastisch, so wie wir es hier gemacht haben. So können Sie es auch machen, mit so einer riesengroßen Schleife. Und das wird natürlich schon beim Reingehen. Bei uns war der Raum immer so hinter einem Vorhang versteckt, wo der Tannenbaum war und die Bescherung. Und das wurde dann so um 5, 6 Uhr abends aufgemacht, dass man schon mal gucken konnte. Und wenn da sowas steht, dann werden die Augen riesengroß. Sogar das Licht funktioniert ja. Ja. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube auch für Kinder so zwischen 2 und 5 Jahre. Würde ich also auch sagen. Für meinen Neffe, das wirklich wird super Geschenk. Ich bin übrigens auch jetzt kurz nachgedacht, was könnte ich meinem Neffe kaufen, weil Mama kauft natürlich die nützlichen Sachen und ich glaube für Oma und Opa und Onkel und Tante, wir müssen so coole Sachen dann nachkaufen. Ich den Gegenpol darstellen. Ja. Ne? Diese Elektroautos und Motorräder früher, ich weiß, ein Kumpel von mir hatte so einen, die sind ja unbezahlbar gewesen. Mhm. Hunderte von Mark damals noch. Schauen Sie sich mal unseren Preis an. Das ist wirklich genial für so ein komplett ausgestattet.